Stranger, where you been? Long time no see. I'm in the game. Play to win. Another round of me. Yeah. Servus liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, und zwar, ich dachte mir, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kerker. Und zwar, Kerker. Ich habe bis jetzt zwei Kerker freigeschaltet, den 15er und den 25er. Also die vergessene Mini und den tinnernen Tempel. Ihr seht hier unten 34 von 100 Erschöpfung, das heißt, ihr kriegt irgendwie pro Boss, den ihr in so einem Dungeon legt, ich glaube 16, 17 Erschöpfung. Und wenn eure Erschöpfung voll ist, könnt ihr keinen Dungeon mehr betreten. Ja, momentan reicht es bei mir für 3 Dungeons, beziehungsweise wir fangen einfach mal an mit dem 15er. Den bearbeiten wir in diesem Video, ich zeige euch dann einen kleinen Spot. Den ich zufällig gefunden habe, sondern da war ein stärkerer Spieler in der Party dabei, der hat mir gezeigt, dass es da sogar eine Kiste gibt. So. Ja, da gibt es eine Kiste und da können auch richtig geile Items rausspringen. So. Zack, schon sind wir in dem Dungeon drin. Beziehungsweise im Kerker heißt es ja hier. So. Also ich muss sagen, der Blutritter, der gefällt mir echt gut. Also lässt sich nicht lumpen. Ich mag es ihn echt zu spielen. Der haut halt auch ordentlich Damage raus. Ja, krass. Natürlich bin ich auf Platz 1. Okay, ich bin jetzt auch ein paar Level höher als die anderen. Aber auch schon als ich im niedrigen Level war und den Dungeon gemacht habe, habe ich relativ verhältnismäßig viel Damage gefahren im Gegensatz zu den anderen. So. Kleinen Tipp kann ich euch immer geben, bevor ihr so einen Dungeon betretet, schaut, dass ihr immer einen leeren Beutel habt. Aus dem einfachen Grund, hier fallen schon viele Items ab, die ihr später einfach verkaufen könnt. Auch wenn es in dem Dungeon jetzt noch nicht so krass wertvolle Items sind, später lohnt sich's auf jeden Fall. So, hier hinten haben wir nämlich meistens noch eine Truhe. Sehr schön, die Truhe ist da. Die können wir nämlich öffnen. Da sind natürlich auch immer noch extra Items drin. So, da sieht man, ich bin mit Noobs in der Gruppe. Die wissen nichts von der Truhe. Ist mir aber eigentlich auch egal. So. So, der Boss liegt ja echt sauschnell. So, ja, ich sollte vielleicht mal aus diesem roten Kreischen rausgehen. Ja. Jetzt hat der scheiß Bogenschütze die Agro, deswegen läuft der Boss hier auch wild umher. Normalerweise sollte den ja einfach einer tanken und er bleibt dann stehen, dann läuft es wesentlich schneller und einfacher. So, sehr schön. Geht's gerade weiter. So.
Also der Boss, der Dungeon, also Kerker, ich sag immer Dungeon, der Kerker ist relativ klein. Es gibt nur zwei Bosse, im nächsten sind es dann halt schon drei Bosse. Aber den nächsten Kerker, den mache ich dann im nächsten Video. Weil ich will jetzt auch nicht, dass es zu lange wird. So. Dann pulle ich. Ja, also der Blutritter, der haut schon richtig geilen Damage raus. Gefällt mir. So. Ich werde euch später auf jeden Fall, wenn ich alle Skills gemaxt habe, beziehungsweise ausgebaut habe, werde ich euch noch ganz genau erklären, wie ihr am besten euren Blutritter, sofern ihr einen spielen möchtet, skillen müsst. So, Kerker haben wir abgeschlossen, sehr schön. Ist hier meine legendäre Waffe drin, die ich brauche? Nein, wieder nicht bekommen. So, DPS-Meter. Ja, gut, ich habe alleine fast doppelt so viel Damage gefahren wie die anderen. Aber die sind auch von Level her etwas niedriger wie ich. So, also ihr habt so einen kleinen Einblick gesehen. Den ersten Kerker haben wir jetzt durch. Ihr kennt den Laufweg, ihr wisst jetzt, wo die Truhe ist. Ich hoffe, mit dem Video habe ich euch ein bisschen helfen können. Und im nächsten Video werden wir dann einfach den nächsten Kerker bearbeiten. Und zwar der Tönernen Tempel. In diesem Sinne möchte ich mich schon verabschieden und hoffe, ihr habt einen schönen Tag oder Abend. Ciao, ciao.